Mahlzeit, meine Lieben, und herzlich willkommen zur Montagshow. Da bin ich. Heute ein klein bisschen verspätet, aber ich war irgendwie auch im Arsch. Ich darf auch mal im Arsch sein. Also nicht ein Arsch, sondern im Arsch. Deswegen, es geht auch gleich los. Da bin ich schon. Da ist er. Ach ja, es ist schon wieder Montag, so schnell geht die Zeit um. Wieso ist denn die verwirrt hier? Warum? Why? Why? Moin Fehmarn, grüß dich. Dann wollen wir mal. Wir müssen Zuckerrüben weitermachen. Die müssen wir weitermachen. Wir gucken hier einmal, was geht denn hier eigentlich ab? Ah ja, richtig. Genau, das können wir auch nochmal machen. Ja, was sieht man nicht richtig? Was meinst du? Fehmarn, was meinst du? Moin Tom! So, im Titel steht ja Zucker machen. Das tun wir auch, aber als erstes einmal wieder Kohle machen. Die Kohle geht schon wieder alle. Moin Noob, nein, heute nicht. Heute ist dieses nicht möglich. Ja, ich weiß, Tom, habt ihr gut gemacht. Tom, guck mal bitte bei Ausrufezeichen Points bei dir bitte. Gib mal Ausrufezeichen Mods ein, Noob. Tom, da fehlt ein T. Denn sonst funktioniert nicht. Da sind meine jetzigen Mods drin. Na, wieder falsch. Nein, auch nicht so. Ponist ist es auch nicht. Nein, doch nicht, das schreibt man so.
So sieht das richtig aus. So, einmal jetzt die Pappe hier machen. Oder? Ja, genau, muss aber ein Ausrufezeichen hin. Sonst geht das nicht. Sonst geht das nicht. Sonst gibt es zu dem Bot ja keinen Befehl. Also ohne Ausrufezeichen funktioniert das nicht. Ansonsten ist es richtig. Ja. So, Tom, und wenn dir da heute was auffällt, warum du hast ja sehr, sehr viele Sprotten, ja, da kannst du dich beim Flashy bedanken, denn der Flashy hat dir 500 Sprotten gegeben. Für die gute Mitarbeit von gestern. Soll ich dir ausrechnen, dafür hast du 500 Sprotten von ihm bekommen. Beziehungsweise für die beiden Tage, soll ich dir sagen, hast du dir verdient. Ja, klar, mache ich. Mach ich. Da ist kein Problem, das kriege ich hin. Von mir sind auch ein paar. Achso, es kommt was Neues für euch rein. Ja. Es kommt was Neues rein. Damit wir diese Sachen wie Trolling und sowas aus dem Weg gehen, ist das ganz einfach. Ja, gestern hatten wir noch ein schönes Erlebnis. Ja, zumindest Flashy. Das war natürlich offline. Ist ja nicht so schlimm. Ja, habt ihr nicht mitgekriegt. Ist auch gar nicht so wild. Aber egal, ob es online oder offline ist, ja, jedes Mal, wenn ihr etwas tut, was ich gesagt habe, was ihr nicht tun sollen, ziehe ich euch jetzt ab heute 25 Sprotten ab. Jedes Mal, wenn ihr irgendwas tut, was nicht regelkonform ist, bekommt ihr 25 Sprotten weniger. So einfach ist es. Und wenn ihr es auf dem Spielding macht, ja, weil ich sage, ihr solltet nicht durchfahren und ihr fahrt da durch, als Beispiel, ja, dann ziehe ich euch, dann schmeiße ich auf den Server oder vom Spiel und 25 Sprotten ziehe ich euch auch noch ab. Denn ich bin nicht im Kindergarten. Und ich sehe alles. Nee, Tom, das ist vollkommen okay. Ich hatte das eigentlich mir auch so gedacht. Also, wer das gut macht und gut mitspielt und das und sogar mitdenkt und allen drum und dran bei den MP-Tagen, ja, die werden belohnt. Ja, natürlich. Weil es soll ja Spaß machen. Es soll uns Spaß machen, es soll die euch Spaß machen. Und dann werdet ihr auch belohnt. Ja, so wie Tom hat gestern mal eben 500 Sporten bekommen, weil er gut mitgespielt hat mit Flashy. Ja, dann ist das so. Da wird keine, es wird ja keine bevorzugt oder so, aber wenn man das gut macht, macht man es gut.
So einfach ist das. So, Pappe ist fertig. Die können wir dann später verkaufen. Ja, ich weiß, ich habe mich gesehen. Ich habe es mir später noch angeschaut, was ihr gemacht habt. Ich habe nun mir nicht angeschaut, was da kaputt gemacht wurde. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin gestern Abend erst um... Was war das? Um 10 Uhr so war ich erst zu Hause. Also, das hat schon ein bisschen gedauert. Da habe ich nur gespeichert den Spielstand und habe dann einfach ausgemacht. So, das heißt, wir verkaufen erstmal Papier. Ja, wenn ihr raten möchtet, könnt ihr es gerne tun. Dann brauche ich das nicht einfach jedes Mal sagen. Wenn ich sage jetzt, ich will jetzt Papier verkaufen, könnt ihr automatisch... Ja, da hat jemand noch Kornkreise gezogen. Ja, auf Feldern. Und ein Nein wurde nicht akzeptiert und so weiter. Ja, da ist jemand über die Felder gefahren und hat dann noch Kornkreise gezogen. Und ich weiß, wer es war. Ich hatte gesagt, er sollte nicht unbedingt über die Felder gefahren werden. 3-mal darfst du raten. Also du warst es nicht und Flashy war es auch nicht. Ja, das hat Flashy mir erzählt, dass er es war. Ja. Weil er sich das angeguckt hatte. So, wir haben hier 8 Paletten Papier, die verkauft werden wollen. Die Frage ist halt einfach nur, was das bringt an Geld. Da frage ich euch jetzt natürlich wieder. Es kann wieder losgehen. Hi Platoon. Ich glaube ja. Also ich habe die jetzt, das ist die von April, glaube ich, diesen Jahres. Müsste die neueste sein. April? Mai? Irgendwie so. Ich glaube 16. April? Mai? Oder kam noch eine neuere Platoon? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, das ist die von... das ist die von April, glaube ich, diesen Jahres. Da kam ja noch eine Änderung, von wegen... ein paar Sachen wurden noch verändert. Ja, das ist die. So, dann wollen wir mal... noch weiter Zucker machen. 60.000, hast du, Tom? Okay, ja, 60.000 aufgeschrieben. Also, für die, die neu sind, läuft das so, einmal aussteigen, einmal ganz kurz meinen, ich muss noch den anderen Träger suchen. Für die, es läuft so, ich mache immer Schätzfragen. Die beiden Schätzfragen können immer mitgemacht werden. Jeder kann da mitmachen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr Sprotten. Diese Sprotten können eingetauscht werden zum Mitspielen, zum Gegeneinander spielen, zum whatever. Song Requests oder. Song Requests sind nur bei den großen Events. Wenn ich dann mal wieder ein 12-Stunden-Event mache oder so, da könnt ihr das einlösen. Ansonsten geht das nicht. Ansonsten möchte ich das nicht haben. Weil da kommen so viele Troll-Songs, habe ich alles schon hinter mir. Dafür sind diese Sprotten und das ist einfach nur just for lols. Es soll nur Spaß machen. Das geht nicht darum, man soll der Beste sein oder so. Es geht nur darum,
dass ihr aktiv am Spiel teilhaben könnt. Ja, wenn meine keine Mitmacher ist natürlich einfach, ja. Das stimmt wohl. So, die zweite Frage ist, warte mal, das ist Papierfrage. Die zweite. Wie viel Zuckerrüben sind auf Feld 1? Also an Litern. Wie viel Liter Zuckerrüben? Befinden sich auf Feld Nummer Uno. Tom sagt Rüben, warte mal, Rüben 60k ist vermerkt, Tom. So, wir fahren jetzt einmal hier nach oben. Da die Rübenmaus ein bisschen groß ist hier. Oder beziehungsweise der Rübentiger. Der Rübentiger. Dann fahren wir hier einmal zweimal hoch und runter. Da können wir besser umdrehen. Der Teil ist ja mega lang. So, der passt doch nicht ganz hin. Müssen wir jetzt einmal völlig unkonventionell machen. Ist aber nix. Ja, Taubenbock, wo kann er mitmachen? Moin Moin aus Ostsee, grüß dich! Du meinst ohne Konkurrenz, meinst du Tom wird zu leicht? Ja, da kann ich ja nichts bei machen, wenn du keine Konkurrenz hast. Dafür kann ich ja nichts. So, heute werden wir uns ein bisschen mit den Sachen beschäftigen. Wie machen wir eigentlich Zucker? Wie machen wir Melasse? Wie funktioniert das eigentlich? Ich erkläre es so für Volltrottel, so wie für mich. Ja, weil ich es mich selber nicht weiß. Oh, guck mal, habe ich eine Reihe sogar versaut. Nice. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Da habe ich sogar zweimal reingefahren. Zweimal selber reingefahren beim Wenden. Ja, das kann passieren. Da kann man nichts mehr machen. Das war ja auch nicht mit Absicht.
Jo, Ostsee mache ich. Aber sowas von. So, einmal umpumpen. Ich glaube, dann können wir auch einmal gleich mit denen das wegfahren. Oh mein Gott, ist der gleich voll? Okay, ich kann noch nicht mal alles mitnehmen. Nice. So, gleich ins Rübensilo. Was wir haben, haben wir. Und raus damit. Ja, ich hatte letztes Mal ein bisschen mehr Geld als die 28.000, aber ich habe eine selbstfahrende Spritze gekauft. Also ein Selbstfahrer, der hat mich 40.000, glaube ich, gekostet. Das Geld geht halt immer sehr schnell weg. Ich glaube, für die Rüben und sowas müssen wir nächstes Mal den großen Broma kaufen. Wenn wir genug Geld haben, dann können wir das da reinpumpen. Das könnte einfacher werden. Denn ich sehe jetzt schon, das werden verdammt viele werden. Ich sehe ja schon wieder drin. So, jetzt. Machen wir mal Randale oder euch dann hier. Und los geht er. Ja, zwei Fragen haben wir. Einmal für Papier. Und einmal die Frage für Papier. Die machen wir um 14 Uhr zu Ende. Das heißt, 2 Minuten habt ihr noch. Dann löse ich das Ding auf. Papier, wurde gesagt, 860.000 bringen die, sagte Tom. Da könnt ihr gegenwetten, mitwetten, unter, drüber, wie auch immer. Zu gewinnen gibt es heute 25 Sprotten für eure Ringe. Moin Moin Kenny, grüß dich. Oh, alles bestens, alles bestens. Ein bisschen viel um die Ohren, aber sonst alles gut. Ich hab dich nicht vergessen, das meinte ich ernst. Also ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich den Kopf frei hab. Im Moment habe ich noch ein bisschen viel um die Ohren, aber ich melde mich die Tage. Du bist ja eh auf dem Discord, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin, Kenny. Was bei dir? Auch gut? So, 30 Sekunden noch, dann lösen wir das Papierrätsel auf. Oh ja, Ostsee. Oh ja, das sind noch ein paar Meter. So, 14 Uhr. Wir stellen kurz einen Helfer ein. Und jumpen kurz zu meinem anderen Trecker. So.
Gut, gut, Tom, weil du keine Konkurrenz hast, sag ich. Ich sag 85.000. Oh mein Gott, ja, das ist Kacke. So, dann wollen wir mal. Und los geht's. So, einmal verkaufen den Kram hier. Ah, du kennst dich, das kenne ich. Oh nö, oh, du, dieser Helfer, ne? Du kriegst auch nichts gebacken. Ah, Kenny sagt 90.000. Kenny, 90.000. Die zweite ist Rüben. Ah, wie viel Liter Zuckerrüben befinden sich auf diesem Feld hier? Ja, 6 Wochen ist lange, ne? Ja. Deswegen sage ich ja, wie viele, moin Lukas, wie viel Liter Zuckerrüben sind wohl hier drauf auf dem Feld? Und das gab 72.000. Und der Tom hat gewonnen, unglaublich. 25 Points für dich, 5 für Kenny. Beziehungsweise 10 für Kenny, weil ich kriege ja keine. Die gebe ich euch später. Es hat auch bald ein Ende, dass ich raustappen muss. Bald habe ich den zweiten Monitor neben mir stehen und dann läuft das besser. Dann hat der Kram auch endlich ein Ende. Das Ding sieht schon geil aus irgendwie, ne? Muss man schon so sagen. Also irgendwie schaut mich das Ding an. Die Maschine hier hat über 40.000 Liter. Oder um die 40.000, glaube ich. Irgendwas in den 40ern hat sie. Irgendwas an 40.000 Liter. Tom hat da geraten 60.000 Liter. Und da steht er bis jetzt als Einziger mit. Bis jetzt hat noch keiner weiter geraten. Oh, Ostsee. Ostsee. Ostsee sagt 450k. Okay, das ist meine Hausnummer. Aber gut. Ja, ich schreibe das ja alles auf. Das sage ich nicht, Kenny. Ich sage nicht, wie viel ich habe. Ich sage nicht, wie groß die ganz genau sind, wie viel die das genau sind. Gar nichts. Das sind ja Schätzfragen. Das sind ja keine Rechnungsfragen. Also der ist jetzt voll, ja. Das soll ja Spaß machen. Der ist aber voll. So, der ist jetzt auch wieder voll. Ich muss hier auch extra auf den Zettel aufschreiben, die Liter. Denn das andere Feld ist ja auch schon drinne. Das heißt, ich muss es ja irgendwie notieren. Ich würde gerne einen größeren Anhänger kaufen, dann können wir das alles in einkippen. Aber da brauchen wir wirklich die Broma für.
So, und danach wird da wieder Mais angepflanzt, meine Lieben. Dann kommt wieder Maisparty. Ja, das mit dem Geld ist schon vorbei, Ostsee. Das ist mir schon vorbei. Ich hatte gefragt, wie viel gibt es für Papier? Aber da wird gleich noch eine Palettenfrage kommen. Die kommt gleich noch. Aber ich muss eins zur Zeit machen. Denn ich mache nichts mit Curseplay. Ich mache das alles alleine. Ich stelle nur ganz ab und zu mal einen Helfer ein, damit das nicht stehen bleibt. Okay, Kenny sagt 350.000 Liter, okay. Alles klar, ist angenommen. Also ich glaube, auch oben unsere Silage ist fertig. Ich hatte die Silage angesetzt bei der BGA selber. Ja, was ist das denn jetzt? Was war das denn? Denn für Schmerzen gerade? Ja, das hier ist ein Solo-Projekt. Das mache ich nur solo. Es kommt wieder, das MP-Projekt startet morgen Abend wieder. Vielleicht sogar ab so 19:30 fange ich wieder an mit Multiplayer. Da kann wieder jeder mitkommen. Wir spielen ja jetzt gerade im Multiplayer auf der Porta Westfalica. Ja, aus dem mache ich auch gleich. Weil das geht mir schon auf dem Dödel. Obwohl, ja, Ostsee, ich hätte ja lieber. Warte mal, wo ist er? Warte, ich zeig ihn dir. Ich habe extra mit drauf genommen für sowas. Wo ist denn der jetzt? Da. Nee. Hm, wo ist denn der? Da ist er. Hier. Da. Den hier. 130.000, 185.000 Liter. Ja, das wäre dann ein bisschen einfacher, ne? Dann kann man das ein bisschen einfacher machen. Die Horsch sind auch nicht schlecht, aber da passt nicht so viel rein. Ja, der wäre schon genau nach Reis, der Broma. Ich muss mal gucken, ob ich den bekomme. Vielleicht kriegen wir sogar noch Geld leihen, dann kann ich den nämlich kaufen. Jo, können wir. Ja, den können wir kaufen. Nice. So, das heißt, was machen wir jetzt mit dem Broma? Dann sind wir den Kram nämlich los. Denn für solche großen Mengen, da braucht man halt so einen Riesenteil. Das nutzt halt nichts. Der Rest ist irgendwie. Ja. Kannst du nicht nehmen. Was? Wieso nicht? Wieso kann ich den nicht nehmen? Echt nicht? Gucken wir mal. Da kannst du recht haben. Aber ich gucke es mir gleich mal an. Obwohl, du hast, glaube ich, recht. Der nimmt keine Zuckerrüben. Warte mal. Das macht aber nichts. Ist nicht so schlimm. Den brauchen wir eh später für Mais. Perfekt. Ist völlig egal. Das passt schon. Zuckerrübis. Da haben wir die hier. Die sind auch nicht viel größer. Obwohl, müssen wir hier mal so einen großen nehmen.
der geht auch. Die Pullbox geht auch. Also das ist halt ein großen Bergmann. Oder halt den Semi-Tipper hier. Obwohl, hierfür hätte ich halt lieber, für den Semi-Tipper, da möchte ich lieber einen LKW haben. Ah, das lässt sich besser arbeiten für 70.000 Liter. Den kriegst du nicht um die Ecken rum. Der ist nur für Häcksel gut, das heißt, den können wir auch nicht gebrauchen. Aber wir behalten ihn erstmal. Aber für später, für Masse, haben wir dann genau das Richtige. Was? Extra Sprotten? Ah, vielleicht 5. Ja. Vielleicht 5. Erstmal müssen wir jetzt hier weiter das gute Mais machen, ja? Quatsch, Mais. Ich meine meine Zuckerrüben. Erstmal die Zuckerrübis. Ja, alles gut, alles gut. Ja, wie gesagt, gestern hat der... Dankeschön. Ja, wäre schön. Oder ein Abo, ist auch nice. Gestern hatte der Flashy noch weitergespielt. Ich hatte den Server angelassen, ich habe ihn ja gehostet. Und der gute Tom hat so gut mitgearbeitet, da hat der Flashy gesagt, komm, ich spendiere den Tom 500 Sprotten. Also, das wird natürlich auch belohnt. Und wenn man richtig gut mitgearbeitet hat, kriegt man mal eben 500 Sprotten geschenkt. So einfach ist es. Nee, alles gut, war ja gut. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich weiß aber, dass das Ding sonst geil ist. Aber vor allem für Häckselgut und sowas, ne? Weil die ganzen Massen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt beide, wenn wir jetzt hier beide machen später mit Mais und Häckseln, da habe ich keinen Bock, da alle 5 Minuten den Kram da loszuwerden. Ah, dann kann ich das nämlich machen. Ah, Bäume machen die richtig gut, die Jungs. Ich habe aber gesagt, die sollen nicht vergessen, auch wieder neue zu pflanzen. Aber sie konnten den Pflanzer nicht kaufen. Okay, kann ich verstehen. Ja, denn ich hoste es hier nur und leider kann man beim Host kein Admin vergeben, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, das ändern sie in 19, ne? Dass das ein bisschen... Auch mit den... Nee, das geht nicht. Nee, die können nichts kaufen. Das ist ja gerade das Schade. Dann müsstest du separaten Konten machen. Ja, dann habe ich aber keinen Überblick mehr, wer wo was Geld hat. Da bringt mir dann auch nichts. Ja, das ist halt ein bisschen... Das ist halt ein bisschen komisch im Moment noch. Ja, mal gucken, ob das MP... noch besser wird im 19er. Bin ich mal gespannt. Mal gespannt, was da noch so alles kommt. Obwohl, habe ich nie noch einen zweiten? Ah, ne, der steht oben für das andere. Ja, 1012, Minimum 12 Stunden Stream. Ja, bei 1012 Stunden Minimum plus nächstes Jahr Gamescon. Ab 1000. Aber das dauert noch. Das dauert noch. So, ja, ja, machen wir. Wir quatschen. Und Witz machen. Das machen wir. Vielleicht habe ich heute nachher noch Zeit oder ansonsten morgen. Ja, ich war noch nie auf der Gamescon. Also.
So, jetzt müssen wir immer wegfahren. Der gute Hirsch. Tütüt. Harry Hirsch, bitte melden. Hirsch, Hirsch. Ja, können wir machen. Oder nach dem Stream habe ich auch noch Zeit. Dann können wir auch noch kurz quatschen. Da steht der kleine Broma, da ist er. Der süße kleine. Ich mache heute so bis um 5:30, also ab 5:30 circa. Halb sechs oder um 6 gehe ich dann mit dem Hund. Und heute Abend gibt es ja wieder Gold Rush. Heute Abend ist wieder Gold Rush dran. Denn es kam eine neue Änderung rein. Das muss ich natürlich vorstellen. Das gestern Abend, das war mir zu, ich war zu spät zu Hause. Sonst hätte ich das gestern Abend noch gemacht. Aber ich war zu spät zu Hause. Ja, ja, die hätten das gerne für 24 Stunden. Aber Ostia, da kann ich sagen, der letzte bei 57 habe ich eingemacht. Da habe ich gesagt, 9 bis 12 Stunden, 11 habe ich insgesamt gemacht nachher. Aber ich war vorher auch noch arbeiten. Also beschweren kann man sich da nicht. Ja. Ja, der bringt sie noch mehr Schuhe mit nach Hause. Dann muss ich gleich danach noch zu Ikea schicken, weil die Schränke voll sind. Dann muss ich sich nur einen Björn kaufen. Na, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. Ey, das heißt, ab diese Woche machen wir einen Test. Montag, Mittwoch, Freitagabend kommt Gold Rush. Dienstag, Donnerstag kommt das Multiplayer-Projekt. Und dann schauen wir mal, wie gut das anläuft, wie gut das wird. Und Flash hat im Moment so viel Bock auf LS. Ah, ich habe ihn infiziert damit. Der fragte schon, was ein Server kostet. Ich sag, keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt so ein paar Videos angeguckt zu LS19. Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Was sagt ihr zu LS19? Ja, 24 Stunden ist wirklich eine Ausnummer. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Oh, einige Junge sagten schon zu mir, ja, ich zock auch locker 12 bis 18 Stunden. Ja, das glaube ich. Du musst aber auch nicht arbeiten. Ja. Ja, ich weiß, Kenny, ich weiß. Ja, er fragte mich nur. Ich habe keine Ahnung, kein Plan, was sowas kostet. Ja, was habt ihr zu LS19 bis jetzt? Zu den ganzen Videos, die sie schon vorgestellt haben? Auf was freut ihr euch am meisten? Moin, Agra, grüß dich.
Moin René, grüß dich. Was, Johnny? Du meinst Zoe. Oh, du, die, das läuft aber auch hier, die Liter, da, das zeige ich euch. Dafür müssen wir einen extra Skin machen, da müsste Joey Doi draufstehen, als Tiger. Und Tiger 7 oder so, als Gag. Aber ich glaube, damit ist Ropa nicht ganz einverstanden. Ja, René, mir geht's gut. Und selbst? Alles fit? Am Montag? Ja, bitte, bitte, gerne. Ich frag gerne nach. Obelo. Alles klar, Kenny, bis später. Wir schnacken dann nachher. Ja, Multiplayer ist immer lustig. Multiplayer macht immer Fun. Ah, die haben gestern auf jeden Fall, haben sie doch auf dem Server, das alles hergestellt für Sprit. Da kann ich, das später in Gang setzen. Und Geld haben sie auch noch gemacht. Das ist auch gut. Moin, Marcel! Servus. Grüezi. Moin, moin. What up? Keine Ahnung. Was du halt bevorzugst. So, die nehmen wir später mit, die beiden Rüben da. Ja, wir wollen ja jeden Liter mitnehmen hier. So, das Ding ist gleich wieder voll. Das heißt, gleich nochmal abkippen. Oh, nicht platt fahren, du alles Ding. Ganz schön fix, hä? Wie groß, das ist ja groß wie ein Haus, das Teil, ne? So, ich glaube, da können wir schon wieder aussteigen. Ich will rüber in den Träger gehen, weil der ist auch gleich wieder voll. Genauso schaut's aus, wieder voll. Ich sollte mal zu einem Arzt gehen. Wie kommst du denn darauf? Die Show fängt an, mir zu gefallen. Danke fürs Abo. Vielen, vielen Dank. Thank you very much for the following. Alter, subscribing oder für abonnieren klingt ja irgendwie falsch. Das klingt irgendwie verkehrt. Jo, ist klar, Ostsee. So, und ruht damit.
Moin, Jeremy. Pause Break ist, du bist doch ein Ossi, oder? Nee. Nee, bin ich nicht. Aber ich kann den Akzent, wenn ich muss, kann ich's. Ich kann aber einige Akzente davon abgesehen. Ich bin quasi noch ein alter Wessi. Aber im Endeffekt ist es eh egal, weil ich wohne jetzt eh im Ausland. Also das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber der Flashy, der mit mir mitspielt, immer ist ein Ossi. Dicker Leibsch. Der kommt aus Leipzig. Oder aus der Nähe von Leipzig. Irgendwie sowas war das. Ah! Dresden. Ja, so ist er okay. Ist doch gut. Jo, danke René. So, die beiden, die dann natürlich auch noch mitnehmen hier. Kleines bisschen mein Thumbnail. Oh. Wo denn? Was? Guck mal. Ah ne, das da unten ist meine Kamera. Du meinst das hier, ne? Da unten, da, ne? Den Abschnitt. Das ist nur meine Kamera. Die ist verrutscht, deswegen. Das ist mein Kamera. Da unten in der Ecke, Jeremy. Moin, Thomas. Das war only my camera. Die habe ich bei Gold Rush ein Stück größer gezogen. Und manchmal vergesse ich das dann kleiner zu ziehen, damit es wieder in den Rahmen passt. Deswegen. Die Kamera ist eh scheiße, aber. Hauptsache, es ist eine Facecam. Ja. Die ist trotzdem kacke. Abends kann ich sie nicht gebrauchen, weil dann sieht keine Sau irgendwas. Licht kann ich hier nicht anbauen. Jemand sagte zu mir, warte mal Lichter an bei dir oder mach dir mal einen Strahler auf dein Gesicht. Ich sag ja, am besten 400 Watt Strahler. So, kurz mal blind für 3 Stunden. Ding. Hey, da ist ja Max. So, jetzt machen wir es ganz kurz anders. Jetzt machen wir ganz kurz Andreas hier. So, damit wir die obere Reihe auch noch mitkriegen, fahren wir jetzt einmal hier oben lang. Und ich hoffe, ohne dass wir die anderen kaputt fahren. Sollte aber eigentlich. Der fährt sich ein bisschen wie so, weiß ich auch nicht, wie so ein oller Käfer. Oh, die Feier war gut. Die war gut. Ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. Das war alles gut. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Aber ohne Witz, ich erzähle euch. Ja. Ich kam nach Hause, gucke auf mein Handy rauf, beziehungsweise auf meine Mails und so weiter.
oder auf meine Discord-Chats, ne? Ich glaube, das waren über 30 Nachrichten, die ich da hatte. WhatsApp und dennoch Fratzebook und auch. Nachrichten haben mich auch welche versucht anzurufen von der Family. Da habe ich gesagt, ihr werdet doch alle senil oder was? Ich habe gesagt, ich bin nicht da. Naja, kann man nichts machen. Die merken sich ja auch nicht alles. Ein Arzttermin? Ja, hat dich deine Schwester zu doll verkloppt oder was? Ah, solange du beide Arme bewegen kannst, so beide Beine, geht das noch. Nee, Spaß, geh doch hin zum Arzt. Ich bin immer froh, wenn ich da nicht hin muss. Achso, mit den Husten meinst du? Achso, ja. Bisschen erkältet sind wir alle mal. So, warte mal, jetzt machen wir es mal richtig so. Jetzt machen wir mal richtig fast pro Like quasi. Was? Minus 8.500? What? Was? Wo ist meine Kohle hin? Ach scheiße, die Rübenmaus habe ich jetzt, stimmt, die Rübenmaus habe ich zu lange. Ich habe vorgespult gehabt. Oh, oh, deswegen. Okay, jetzt sind wir schon mal Minus. Ja, ein Glück, ne? Ein Glück, jetzt sind wir schon mal schön im Minus. Perfekt. Ja, die hast du bekommen. Ich glaube, die habe ich dir gegeben. Oder habe ich die vergessen? Nee, stimmt, ihr habt die beiden gar nicht bekommen. Die stehen hier nämlich noch. Die habe ich nicht weggestrichen. Warte mal, ich muss das nochmal kurz. Richtig, Tom hatte eben noch gewonnen. Tom ist jetzt unter den. Tom ist mal richtig aufgestiegen. Tom ist jetzt Platz 4 geworden. Und Kenny. Warte mal, Kenny. Jetzt habe ich hier eine neue Funktion. Die ist natürlich ultra geil.
Die ist nämlich richtig cool. Ah, da kann ich die Leute nämlich einfach jetzt eingeben und suchen. Das haben sie nice gemacht. Endlich mal ein cooles Update. Es sind die einfacher zu finden. Ja, das ist der Erntehelfer aus dem Ja, warte. Ah, ich hab rausgetappt, ne? Wieder reintappen. So, jetzt. Ja, dieser Erntehelfer, der kommt halt aus Österreich. Ja, die machen das da ein bisschen anders. Der hat noch nicht so lange den Führerschein. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe gefragt, wie viel Liter Zuckerrüben kommen wir wohl runter vom Feld Nummer 1. Das ist jetzt schon die zigste Tour. Und da steht der kleine Broma für später. Ich bereite mich schon vor auf die großen Sachen. Ja, es geht fix, hä? Man dreht jetzt schon wieder vorher um. Boah. Jetzt hat er es auch noch kaputt gefahren. Ich gehe kaputt. Ja, ich vergebe auch sehr viel, also. Ach ja. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, ist er. Das ist der Original-Ropa, ist das? Das Ropa-Paket habe ich geschenkt bekommen von jemandem. Und deswegen ist es auch ein Singleplayer-Projekt, weil ich nicht davon ausgehe, dass das Ropa-Pack jeder hat. Und kann ich auch nicht von ausgehen. Das ist der Original-Ropa. Das Ropa-Pack, ich weiß gar nicht, was kam das jetzt? 3, 5 Euro? 7? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, einige DLCs sind kostenpflichtig.
Ja. Oh. Und warte mal, Europa DLC, was war denn dabei? Warte, man muss jetzt erstmal gucken. Ich glaube, der Rüben, ja genau, der Rübenernter, die Maus, der Tiger, das Ding da und was war noch bei? Hier der Kartoffelernter war noch bei. Und das war's. Von Europa. Mehr ist ja gar nicht. Hi Apart, grüß dich. So, 1, 2. Nächste Tour. Ja, wie viele Liter mögen hier wohl drauf sein? Nee, Apart, nee. Ich mein schon Zucker. Aber ich muss ja erstmal ernten. Ich kann doch keinen Zucker machen, wenn ich das nicht geerntet habe, die Zuckerrüben. Danke fürs Abo, Pate. Danke. Nee, ich meinte schon Zucker, das ist schon richtig. Aber ich muss ja erstmal die Zuckerrüben haben. Was? Wieso? Was? Was willst du denn da? Alti, was machst du denn da? Hä? Willst du ihm welche geben, oder was? Ich glaube, das geht sogar. Warte mal. Ich glaube, das geht. Warte mal, wie funktioniert denn das? Das gab irgendein Befehl gab das dafür. Müsste ich mal nachgucken. Ja, also ich kann dir die abziehen und ihnen geben, wenn du das willst. Wenn du jetzt ja sagst, dann gebe ich ihnen 10 von dir. Moin Fratz! Ja, dann zieh ich dir 10 ab und gib ihm die, das ist mir eigentlich relativ. Ja, glaube ich auch, so war das, ja. Oh ja. Ja, geht noch nicht. Bei mir bist du noch nicht in der Liste drin. Ne? Das dauert meistens so bis zu 5 Minuten und dann erkennt das System dich an. Vielleicht ging es deswegen auch nicht, weil das System genau sagt, du bist noch nicht da. Der Bot ist ein bisschen langsamer. Ah, der sieht das nicht so eng. Mein Bot ist eher gelassener, das ist eher so der Reggae-Typ. Ah, der braucht ein bisschen. Der sieht das alles ein bisschen gechillter. Ah, der ist aber nice. Der ist aber sehr nice, der Bot. Da kann man sau viel mitmachen. Ein paar Sachen habe ich immer noch nicht raus, ne? Der ist sehr umfassungsreich. Der Gute.
Oh, echt? Also du kannst ja auch da Makros einstellen und so weiter. So, sau kommt sie, aber saugeil. Der ist sehr gut. Der funktioniert zumindest. Ja, das habe ich gehabt, aber es ist irgendwie weg. Ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß nicht. Ich habe das gehabt, aber jetzt macht das irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung warum. Es fängt auch so an wie Taichi. Jetzt ist der nächste, das macht. Oh, mein Nase juckt schon wieder. So, wir haben hier gleich die letzten Liter der guten Zuckerrüben. Und dann wird Mais hier gemacht. Zucker, meine ich. Mein Gott. Ich glaube, jetzt kann ich dir gleich welche geben. Aber ich pumpe den hier schnell ab und dann kriegst du deine. Maisparty, ja, die kommt auch noch, aber wir müssen erstmal auf der anderen Seite, auf dem anderen Ding da ein bisschen mehr machen. So, warte mal, jetzt kann ich. Ja, da bist du jetzt. So. Bitteschön. Jetzt hat er aparte C11 Points. Das Mikrofon ist ein SteelSeries. Das ist ein SteelSeries, ist das? So, jetzt muss ich aber schnell den guten hier loswerden. Denn sonst wird der ein bisschen teuer, der gute. So, und jetzt kommen nochmal 26.766 dazu. Dann sind wir bei, das muss ich erstmal kurz rechnen. Das ist der einzige Nachteil, ne, wenn man das schon einmal hatte. Also 8. Ja, was ist das denn jetzt? Da war verkehrt. Ja, Standmikro wäre nice, habe ich auch schon überlegt. Das wäre auf jeden Fall geiler, ne? Das ist eine geilere Klangqualität. Hatte ich aber jetzt im Moment nicht, das nötige Taschengeld für. So, und ich gebe jetzt meine Dinger hier ab und dann lösen wir auf. Und da haben wir tatsächlich einen Gewinner. Natürlich haben wir einen Gewinner. Und der Gewinner heißt, kann ich jetzt schon sagen, so, ohne dass wir nachgucken, der Gewinner heißt Kenny. Denn insgesamt kam runter an Zuckerrüben 274.764 Liter. 274.000 Liter, das heißt Kenny kriegt 25 Points, die anderen kriegen alle 5. So, und jetzt holen wir uns mal ein paar Rüben und dann so, gucken wir mal. Insgesamt habe ich jetzt 441.721 Liter an Zuckerrüben von beiden Feldern.
Ja, das glaube ich. So. Ja, nochmal rein, raus und reintappen. So, dann lass uns mal gucken, wie machen wir eigentlich Zucker? Ja, ich gucke mal, ob ich das auch in Dänemark bekomme, ne? Weil ich kann leider nicht alles nach Dänemark senden lassen von Amazon. Denn ich wohne ja nicht mehr in Schland. Und so oft fahre ich da auch nicht hin, dass ich mir es denn abholen lassen kann. Und manchmal kostet der Versand hierher mal so 30 Euro mal eben mehr. Ja, ist es. So, dann lasst uns mal gucken. Wie machen wir ihn jetzt Zucker? Wie funktioniert das? Joey, der Trottel, versucht mal Zucker zu machen. Denn ich habe davon keine Ahnung. So, wir mal kurz Abkürzung. Denn da war ja gestern auch keiner. So, was muss ich denn eigentlich machen? So, erstmal gucken hier. Wasser. Okay, Wasser ist easy. Und hier? Hier kommt die Rüben rein, oder was? Oder wo kommen die leeren Paletten? Okay, das kriegen wir auch hin. Oder wo kommen die Zuckerrüben hin? Melasse? Bigasse? Was? Hä? Okay. Hein Daniel läuft hier erstmal rum und guckt sich erstmal alles an. Wo muss ich das denn eigentlich abgeben? Okay, das geht nicht auf. Ja, dann muss das wohl da rein. Okay, alles klar. Guck mal, da ist doch ganz viel. Was wollt ihr denn noch mit meinen? Ja, ein Kanalbanner. Es wollte mir mal einer einbauen. Ja, das ist schon 3 Monate oder 4 Monate her. Er hat gesagt, ich mache dir auf jeden Fall ein. Kein Ding. Ja, da warte ich bestimmt noch 10 Jahre drauf. Ja, Anzi, das kommt doch gar an. Uiuiui. Das kommt doch garantiert für Steam, ist so logisch. So, dann klatschen wir das mal rein. Okay, das heißt, da stand ja Leerpaletten, ne? Warte mal, dann können wir mit dem Fiatti. Der Fiatti kann ja denn nach oben Leerpaletten mitnehmen. Ich wusste schon, warum ich die nicht verkauft habe. Ja, kann ich machen, Max. Solange da jetzt keine anderen Maxe kommen und ich sie so alle nackt Max nennen soll und alle sagen dann, was? Klar, kann ich machen. Max. Maximilian bestimmt. Maximilian oder nur Max? Ah, okay. Meiner gerade wie mal zu frei. Nimm kein Geld. Ja, kannst du gerne tun. Kannst du gerne tun. Ne, Dankeschön habe ich immer übrig. Agrar, ich habe schon gearbeitet. Arbeite morgens. Ich arbeite nicht mehr so viele Stunden. Ich war schon arbeiten. Ich bin, ja, wie sagt man das? Ich bin quasi, ja, wie sagt man das, als wäre es auf Deutsch, wie heißt das? Hier heißt es quasi.
Ich arbeite mit dem, sagen wir es so, ich arbeite und beschäftige mich mit demenzkranken Menschen im Endstadium. Quasi in der Psychiatrie arbeite ich. Ja, ich guck da mal. Danke, danke. Ich arbeite in der Psychiatrie. Nee, nur rein demenzkrank. Nur demenzkrank arbeite ich mit nichts anderem. Ich beschäftige mich nur damit, nichts anderes. Danke fürs Abo! Ja, die haben ja auch was Schönes verdient, die Menschen. Und ich gebe denen halt jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht und das ist meine Arbeit. Ja, alles klar, okay. Das ist eigentlich alles. Ansonsten, der Pate kann auch gerne auf den Discord kommen. Ausrufezeichen Discord. Ich bin da immer erreichbar. So. Nee, rein demenzkrank. Mit nichts anderem mache ich mehr im Moment. Mal gucken, ob wenn mein Vertrag ausläuft, dann natürlich nicht mehr. Ich habe erstmal einen Teilzeitvertrag. Und ja. Den Menschen müsste man auch helfen. Das nützt ja nun mal nichts. Die haben das eh schon schwer genug. Warum sollen sie nicht auch ein bisschen Spaß haben? Und ich versuche denen ein bisschen Spaß zu geben. Und mache nur das, was sie auch möchten. Also ja, sowas mache ich. Das ist keine leichte Arbeit. Das kann ich auch so sagen. Ah, okay. Jo, jo. Ich guck da nachher mal. Ja, es gibt ja, wie sagt man, Altenpflege oder sowas, ja, die arbeiten ja auch mit sowas. Das kommt halt drauf an, welche Richtung es ist, ne? Es gibt ja tausende Richtungen. Und ich habe damals was völlig anderes gemacht, aber das geht nicht mehr, also mache ich sowas. Weil ich einen guten Draht zu den alten Menschen habe, komischerweise. Damals habe ich mit Autos gearbeitet, heute arbeite ich mit Menschen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, nice! Nice Party, nice. So, also Leerpaletten müssen wir hinbringen und ich bin gelernter PKW und LKW Mechaniker. Ich habe 12 Jahre als LKW Mechaniker gearbeitet für Mercedes, MAN, Scania. Zuletzt als für Scania im Werk, beziehungsweise direkt bei Scania war ich angestellt hier oben in Dänemark. Da habe ich nur Scanias gemacht, nichts anderes. Davor habe ich auch Volvo gemacht, MAN. Ich habe alle Firmen, alle Marken durch. Ich habe schon alle repariert. Busmechaniker habe ich auch gemacht. Busmechaniker war ich auch schon vorher. Das ist ein SteelSeries, ist das. SteelSeries, keine Ahnung, ja, Arctic, glaube ich, ist das. Oh, nice, Aparte, nice. Ja, Landmaschinenschlosser war ich auch eine Zeit lang. Da war ich auch schon dabei.
hab mal ein paar gemacht. Da war ich bei Valtra. Da habe ich für Valtra gemacht. Das war aber mehr ein Praktikum. Das war nicht schlecht, aber die Firma war irgendwie komisch. Also, die haben noch nicht mal mitgekriegt, dass meine Praktikumszeit zu Ende ist. Und ich gesagt, heute ist mein letzter Tag. Also, die waren ein bisschen verpeilt da. Da war ich auch nicht. Da war ich auch nicht lange. Da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also große Maschinen haben mich damals schon immer fasziniert oder heute auch noch. So was mag ich. Deswegen auch Gold Rush, deswegen mache ich den Stream ja auch. Und da interessiere ich mich auch sehr für. Ich gucke auch die Serie gerne. Oh, meine Arbeit mag ich halt auch gerne. Man kann die alten Omas und Opas nur. Ja, nice! Ja, cool! Ja, Forst ist eh cool. Mit Forst habe ich mich nie so wirklich beschafft. Aber ich liebe es in diesem Game hier. Ich finde das schon gut umgesetzt. Ob es jetzt wirklich 1 zu 1 ist, das weiß ich halt nicht. Aber es macht mir Spaß. So, das. Ich finde dieses Game einfach nur lustig. Also, ich habe ja vor 3 Monaten erst mit Alice angefangen. Am Anfang dachte ich immer, oh mein Gott, wie langweilig. Immer das Gleiche, nur Felder machen. Oh mein Gott, aber es ist wirklich sau interessant. Es macht so viel Spaß. Erstens, das Teamplay ist geil. Das Multiplayer, das Multiplayer-Modell. Und man hat halt so viele Möglichkeiten. Auch mit den ganzen Mods, zum Beispiel Mine oder so. Das macht schon echt Bock. Also mir macht es auch viel Spaß. Ja, und ihr sollt natürlich bei mir auch Spaß haben. Und deswegen mache ich auch immer diese Rätsel und unterhalte mich gerne. Ich rede eigentlich sehr gerne. Hi, Niki. Das ist schön für dich. Ja. Ja, die ein bisschen bekloppt muss, glaube ich, müssen die auch sein, oder? Ah, ich bin damals mit meinem Onkel mitgefahren, der hat so Trial Race gemacht, ne? Sagt ihr das was? Trial? Sagt euch das was? Wo man durch Berge durchfahren muss und. Und sowas. Aber Niki, wenn du sowas noch einmal schreibst, dann werde ich dich entsorgen. Dann kommst du mit Maishäcksler. Denn ich sehe, glaube ich, nicht aus wie eine Werbeportal. Wie eine Werbetafel, oder? Kannst du den Text jetzt freiwillig zurückziehen oder ich werde ihn gleich löschen? Ja, das kann ich ja überhaupt nicht ab. So. Schön einfach, ne? Einmal kurz raustappen, einmal darauf klicken, fertig, weg ist es. So einfach ist es. Ja, aber sowas wäre ich zu rasende Wildsau. Okay. Ja gut, du musst aber überlegen, ne? Ja, wenn er das 40 Jahre lang macht, ne? Das ist ja. Ja, das ist die Kettensäge oder das die ganzen Sachen, die er benutzt, das ist ja wie ein verlängerter Arm für ihn, ne?
Das ist ja gar nichts. Wenn das jeden Tag benutzt, das ist so wie bei mir damals mit einem als Schrauber, ne? Das geht in eins über, das geht ins Blut über, ne? Da guckst du gar nicht mehr nach, du weißt, dass die Schraube fest ist. Ach, da backt die backt wieder ein bisschen rum hier, die Leere hier. So, das haben wir schon mal. Dann bringen wir die jetzt schon mal gleich weg. Oh, da war das Dach. Ups. Ah, passt. Gut, dann brauchen wir gleich nur Wasser dahin und dann können wir schon, kann es ja schon losgehen. Quasimodo. Ja. Naja, ich arbeite auch nur noch Teilzeit, weil meine Schulter ist auch im Arsch. Ich hatte auch einen Arbeitsunfall. Das geht nicht mehr so wie vorher. Das kann man nichts mehr machen. Ich hätte das gerne anders, aber die können nichts machen. Ey, darf ich auch nicht. Okay. Ah, noch Glück gehabt, ne? Schützengels. So, dann liefern wir hier einmal ab. Hi, Pibumi, heute nicht, das ist, kann ich dir auch genau erklären. Da sind auch die jetzt hieß bei die Geldkosten, ich glaube nicht, dass jeder besitzt, deswegen, nein, heute nicht. Morgen Abend kann man mitzocken, heute, nein. Heute ist es nicht möglich. Eieiei. Ja, manchmal hat man Glück, ne? So, können jetzt die Sachen da mal jetzt mal runtergehen hier, die letzten Paletten? Ah, ich habe eine Idee, warte mal. Wenn wir jetzt oft genug vor- und zurückfahren. Vielleicht rutschen sie gleich runter in der Ecke da. Naja, Aparte, lieber die Forstmaschine, ja, als man selber, ne? Ja, die kann man noch austauschen, beziehungsweise Versicherung, aber dich selber ist schwierig. Wie, nimm die nicht mehr Paletten hier jetzt? So ein Sheet. Die nehmen noch nicht mal mehr. Okay. Okay, holen wir erstmal Wasser. Wo hatte ich den denn? Ich glaube. Wasser, Wasser, Wasser. Ah ja, bei der Gülle. Bei der Gülle habe ich noch Wasser. Einmal Wasser für Zucker, bitte. I need water. Water. Ah ja, ist das. Ein Baum auf der ganzen Straße, ja, und ich baller da natürlich gegen, ich Trottel. Ja, das ist ja aber wieder logisch.
So, Gras mähen können wir auch wieder. Ah, richtig, nach oben müssen wir auch noch. Oh, wir haben so viel zu tun. Eieiei, aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Oh weh. Ja, hauptsache es geht mir heute relativ gut. Da passt das schon. Ja, Pate, bei mir haben sie 4 Jahre gebraucht, bis sie rausgefunden hatten, was ich hatte. Also nach einem halben Jahr haben sie mich operiert. Dann haben sie gesagt, oh, jetzt dauert das noch ein Jahr, bis das erstmal alles verheilt ist. Ja, und dann mussten sie erst nochmal gucken, was denn jetzt eigentlich nochmal verkehrt ist, weil das funktioniert immer noch nicht. Ja. Auf der Schulter habe ich jetzt, da ich noch wieder arbeiten bin, habe ich jetzt, wie viel hatte ich jetzt? 50 habe ich jetzt. Da haben wir es ja fast gleich, ich und der Vater. Ja, irgendwann, die probieren es immer wieder, aber machen können sie trotzdem nichts. Na, mein Hündchen, schläfst du wieder? Ja. Was hast du schon wieder mit den Kisten gemacht? Na, wo tritt die eingequetscht, wa? Der ist natürlich doof. Das scheiße, sowas. Das trifft sowieso immer die Verkehrten. Einmal blinken! Ah, ach so. Ja, trotzdem ja nicht schön, ne? So, Zucker gegen Gange. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, was das bringt, ne? Aber brauche ich ja noch einen zweiten Gabelstapler hier für die Fabrik hier alleine. Weil das ist ja ein arschweiter Weg, jedes Mal mit Gabelstapler hier runterzufahren. Oh, da müssen wir noch einen zweiten kaufen. Aber ich glaube, ich brauche erstmal wieder Kohle. Ja, oh weh. News gut aparte. Ja, jetzt wollen wir positive Sachen. Positivity. So, warum... Okay, da sind jetzt 30.000 drin. Wenn wir das Wasser drin haben, dann könnten wir doch rein theoretisch... Wenn wir den da stehen lassen... Ich glaube, wir brauchen mehr Rüben. Ich hole gleich nochmal so einen großen Rübenschwung. Weil ich weiß auch nicht, was am meisten rauskommt, ne? Kann man das weiterverarbeiten? Da muss ich erstmal gucken. Kann man das noch weiterverarbeiten, den Zucker? Das ist ja Bären. Rüben, Kartoffel, Land, Hofsilo.
Getreide, Brennstoff, Lebensmittel. Kann man den Kram noch weiterverkaufen oder was? Oder weitermachen? Das hier ist ja. Achso, nee, können wir nur verkaufen. Achso, naja, ist ja auch gut. Na, dann verkaufen wir es halt. Da meine ich's. Den können wir das halt nur verkaufen. Das macht ja. Das macht gar nichts. Mal gucken, ob wir damit gut Geld machen können. Oh, dann fahren wir den hier wieder los. Dann holen wir noch die Gülle ab. Dann machen wir jetzt mal die Güllgülle. Danke, Apartes, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank und danke für die schöne Unterhaltung. Und ich hoffe, du kommst wieder rein. Oh, oh, oh mein Gott. Und ich schreibe den mal an, den jungen Mann, den Herrn. Ich gucke mir nachher nochmal durch, was du da geschrieben hast, wie der hieß. Warte mal. Ah, da. Ich will mal kurz die Marken aufschreiben. Das war... alles klar, habe ich aufgeschrieben. So. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. So, da können wir jetzt nämlich Gülle holen und beziehungsweise, ja, nee. Ja, doch. Nee, doch. Nee, doch. Nee, doch. Nee, jo, hab ich. Nee, doch, nee, doch, nee, doch. Nee. Nee, machen wir nicht. Nee, wir lassen ihn hier stehen. Weil wir können ja da direkt das rausholen und dann raufspritzen, dann unterflügen und dann haben wir schon die erste Düngestufe. Nee, also doch nicht. Jetzt muss ich denken. Denke. Warte. Da brauchen wir den ja später da. Der kann aber erstmal hier bleiben. Den fahren wir jetzt mal ganz kurz rüber. Den fahre ich jetzt einmal rüber wegen. Gucken wir die Brennerpaletten. Dann können wir die nämlich verkaufen, dass wir wieder Kohle kriegen. Hoppala. Brennerpaletskis. So, das ist ja auch noch entgangen. Das passt schon. Okay, das sieht noch. Ja, die hatte ich ja hingestellt erstmal. Gut, dann bleibt das erstmal alles so. Aber warte mal, der hat kein. Wo ist der jetzt? Einmal durch. Was ist denn das? Achso, ja, alles klar. Wo ist denn. Hä? Achso, richtig, habe ich hier runtergelöscht. Haha, lol. Jetzt habe ich gar kein Telelade mehr, fällt mir gerade ein. Weil den ich hatte, den habe ich hier runtergelöscht. Oder wo ist der? Bin ich gerade doof? Wo ist denn der hin? Okay. Okay, der ist weg, komischerweise. Nice. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal um Zucker. Um Zuckerrüben, dann ballern wir erstmal Zuckerrüben hier hoch. Ja, das nützt ja dann nichts. Ja, und dann bereiten wir vor, dass wir Mais häckseln können beim nächsten Mal. Das heißt, dann müssen wir noch mit den John Deere in Gange. Und da dann noch ein bisschen was machen. Ah, das ist aber irgendwie jetzt ein bisschen scheiße. Das muss ich jetzt mit einem Front. Ja, muss ich halt mit Frontlader machen, das hat nichts.
Denn oben muss ich ja bestimmt auch noch die Silage fertig machen. Na, und Eier sind ja auch schon wieder voll. Tschüss! Eniko Kovac. Oder Tja, oder wie es heißt? Tja, Tschech. Passt das? Jo, passt. Okay. Ich müsste. Dann gucken wir jetzt einmal ganz kurz nochmal nach, ob ich den Frontlader denn zumindest noch habe. Okay, habe ich auch nicht mehr. Das ist ja toll. Das ist ja klasse. Das wird jetzt lustig. Da muss ich gleich irgendwie mal gucken, wie ich Kohle mache. Das wird ja dann wirklich witzig. Warum habe ich denn kein Stollding mehr? Ich habe doch sonst immer noch einen stehen gehabt, aber wo ist denn... Wieso habe ich den nicht mehr? Okay, machen wir sonst anders. Den können wir ja immer wieder kaufen, den Bromer. Aber das ist mega Mist, dass wir... Dass ich den Frontlader nicht mehr habe. Da kann ich nichts machen. Ich habe 1000 Schaufeln, ja. Und nicht eine kann ich verwenden, weil... Dass er denn eh wieder nicht funktioniert. Ja, das ist doch kacke. Und das kann eigentlich auch weg. Das braucht kein Mensch. Das ist doch kacke. Gut, dann verkaufen wir den großen halt wieder. Dann habe ich wieder Kohle. Ich kaufe dann einen zweiten... Die, wer ist da? Ich kaufe einen zweiten Linde zu. So. Den kann ich nämlich für die andere Dings benutzen. Dann habe ich da auch gleich einen. Und was fehlt mir jetzt? Jetzt kann ich gucken nach einem... Teleskoplader wird wohl knapp mit dem Geld. Das passt nicht. Ja, der Radlader ist noch teurer. Oder ein Kompaktlader. So einen kleinen, süßen, schnuckligen. Ja, der würde sonst gehen. Oder wir nehmen halt mit einem Frontlader. Sonst holen wir uns halt wieder den Kramer, ne? Das ist mir eigentlich auch Latte. Hauptsache das funzt, ne? Ja, holen wir uns den hier. Ist mir egal. Ist mir jetzt Wumpe. Das ist mir alles nichts. Ich kann da sonst nichts aufladen. Das ist doch Mull. Mull. Dann nehmen wir nämlich den Teleskoplader bzw. den Frontlader ab hoch an die BGA. Weil bei der BGA ja auch noch die 300.000 Liter, die wunderschönen 300.000 Liter an, ja, an Silage liegen, die wir verkaufen können. Na, die Brome hätte ich jetzt nicht verkauft, hätte ich jetzt einen Frontlader noch gehabt, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ob ich die verkauft habe, es kann gut sein. Ja, natürlich, ach, klar. Natürlich ist der weg, weil der war ja gemottet, das war ein gemotteter und ich habe ja alle Mods runtergeschmissen, deswegen. Dann ist ja alles weg.
Ruhig. Okay, da bräuchten wir vielleicht einen anderen. Oh, ist schon voll. Ich glaube, der geht ein bisschen zu weit hoch, der Gute. Der gute Yoshi. Mal gucken, wie viel geht denn da rein eigentlich? Naja, hat einer dieses Pendel gesehen zum Arbeitspendel? Wo waren das? Ah, da. Zuckerrüben, was sind 100.000 Liter rein? Okay, gut. Das heißt, würde jetzt noch eine Tour reingehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Das heißt, dann fahre ich mit dem hier nämlich schon mal nach oben zur BGA. Und hol dann gleich den Rest hinterher. Beziehungsweise den brauche ich ja gar nicht. Ah, ich bin doch doof. Ach, ich bin doch bescheuert, bin ich doch. Ich bin doch blöd, bin ich. Blöd! Blödo! Die können wir zurücksetzen einfach so. Und hier liegen bestimmt noch irgendwo 300 Milliarden Schaufeln. So, einmal durchgucken hier, wo hier überall die Schaufeln liegen. So, der kann ja auch zurückgesetzt werden. Und das lassen wir, denn das ist der Rapid. Das ist die Dunggabel, Palettengabel. Jetzt muss ich nur irgendwo die Schaufeln finden. Ja, guck mal, da mal eine. Siehst du? So, ich mag die Schaufel, das weiß ich, weil die hässlich ist. Aber das ist mir jetzt gerade egal, ob das geht vorwärts. So, Silage verkaufen. Das wird jetzt eben ein bisschen dauern. Aber ich habe die eigentlich gut hingebracht, dass ich nur hin und her fahren muss eigentlich mit dem hier. Da wäre jetzt ein Radlader geiler gewesen mit einer großen Schaufel. So 10.000 Liter jedes Mal. Das stimmt schon, da gebe ich euch vollkommen recht. Aber was ich nicht habe, habe ich nicht. Bei den Mods, die ich jetzt hier drauf habe, die bleiben auch. Also ich werde das so nicht mal umändern. Höchstens nochmal, da kommt vielleicht nochmal ein, zwei zu für eine Mine. Ansonsten war es das. So, dann schauen wir doch mal. Ah, da, oh Leute, da ist auch noch eine. Ja, vielleicht kann ich die hinten noch ranmachen. Und du. So, dann schauen wir mal. Ups. Und die ist der Perfecto. Einmal aufmachen.
dann können wir jetzt wieder Kohle machen. Vielleicht sollten wir nächstes Mal da oben das machen. Da machen wir oben das Gras hin. Und dann brauche ich nur rückwärts fahren, ne? Das wäre sogar noch geiler, glaube ich. Okay, weil der Berg hier hoch könnte echt zu lange dauern. Uiuiui, easy. Einmal aufmachen. Ah, ich glaube, es macht das doch mit dem Anhänger. Das könnte besser funktionieren. Ah, es gab schon mal wieder 1500. Na, da kann man schon mal mit zufrieden sein. Könnten wir quasi da reinhauen, ne? In den. Aber ich bräuchte dafür einen Trecker hier. Ich habe jetzt nur den Yoshi. Ich konnte ihn einmal ganz kurz nachschauen. Der Yoshi, wie viel passt denn da rein? Da, das weiß ich ja, wie viel da reingeht. Okay, aber in den Mengele, wie viel passt denn da rein? Was ist das Ding? Da. Ah, okay. Dann kann ich auch den nehmen. Da passt mehr rein. Dann nehmen wir den. In den anderen Mängel, der passt ein bisschen weniger rein. So, Rasen bringen wir nur noch da oben hoch. Das ganze Gras. Aber ich wollte auch bald wieder bald ein paar Felder zu kaufen. So, die 3 und die 4 wären nice. Das sind schöne Stücke hier. Und das ist auch gar nicht so weg. Und für Mais wäre perfekt, ne? Für Maisparty. Ja, das dann weghauen. Die nächsten 3 Felder. Und gleich hier zu BGA bringen. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre natürlich richtig nice. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Die werden aber einiges kosten, die Felder, das weiß ich jetzt schon. So, los geht's. Yoshi voll machen. Oh, easy. Ja, ich glaube, der Kramer kommt damit nicht ganz klar. Ich glaube, wir dürfen ihn nur halb voll machen. Natürlich ärgerlich, aber wir gucken mal. Wir müssen halt gucken, wie viel da wir reinmachen können.
dass es halt am besten funktioniert. Ja, gut, dass 3000 geht. Aber wenn er hinten überkippt die ganze Zeit, ja, da haben wir ja gar nichts von. Müssen wir gucken, dass wir auch perfekt arbeiten können. Ja, aber nutze, wenn du 100.000 Kilo Liter Schaufel hast, ja. Aber dein Gerät schafft nur 2 Tonnen. Dann muss man das halt einfach ein bisschen so machen. Ja, das realistische Gameplay, das kommt halt doch immer wieder zum Vorschein. Aber wenn ich ein Kontergewicht hätte, könnte ich da noch eine Tonne ranhängen mehr. Dann könnte ich das Ding voll benutzen. Puh, das wird aber ein bisschen dauern hier, glaube ich. No, das geht so schnell, wie es gehen soll, ne? Das kann ich jetzt auch nicht erinnern. Ich hätte ja heute Flashy mitgenommen. Ja, auf dieses Projekt. Oh, der hat heute keine Zeit. Der ist aber morgen da. Morgen machen wir auch wieder ein Single-Projekt. Und dann morgen Abend hat das Multiplayer. Da könnt ihr euch schon freuen. Aber ihr könnt euch jetzt noch nicht einschreiben. Das werde ich nicht akzeptieren. Denn nachher sind die Plätze reserviert, als Beispiel, ja. Und es kommt dann trotzdem keiner. Und das wäre dann ärgerlich. Deswegen möchte ich das nicht. Nur um fair zu bleiben, um mehr ist es nicht. Joey kämpft fair. Ach ja. Wie findet ihr eigentlich so die Map hier, diese Klingenbach? Wie findet ihr die? Gut, schlecht, scheiße, mittelmäßig, einigermaßen zufriedenstellend. Die bessere, ja, es gibt auch schlechtere. Oh, Getreidehandel will Raps haben. Oh, ich glaube, ich habe da sogar noch Raps. Ich glaube, ich habe da noch Raps liegen.
Jo, ist voll. Achso, alles klar. Denn du warten da und du mitkommen. Ja, Zucker haben wir schon in Gang gesetzt. Das heißt, das ist schon in Gange. Der Zucker wird schon hergestellt. Du schwellst es gar nicht. Moin Marc, grüß dich. Aloha. So, kaufen wir mal wieder Silage. Boah, da kann man ja richtig reichlich werden durch die Lage. Ah, man muss halt nur einen großen Batzen machen, der läuft hat. Ja, findest du gut, Tom? Also ich finde sie eigentlich auch so genial, dass ich schon fast drüber nachgedacht habe, da auch nochmal ein Multiplayer-Projekt draus zu machen. Von der Klingbach. Denn die ist echt genial. Die ist cool aufgebaut, man kann sehr viel machen. Gut, man muss mit Sprit aufpassen, aber okay, das ist halt was anderes. Ich mag sie auch voll gerne spielen. Jetzt habe ich das langsam alles raus, wie das funktioniert, ne? Da macht es halt echt Bock. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel zwei Leute extra gebrauchen. Ja, Minimum zwei, denn einer könnte... nämlich einer könnte das hier machen, die Silage, einer könnte Gülle machen und der andere könnte schon der könnte man zu dritt Hand in Hand arbeiten und dann einer macht Gülle rauf und der andere geht gleich schon mal rüber. Ja, wer mit Gruppe oder mit einem Flug und flügt den ganzen Kram dann schon mal. Oh, das würde dann schon mal viel Zeit ersparen. Aber oh, gut, Singleplayer-Projekt bleibt Singleplayer-Projekt. Da kann man halt nichts machen. Da bleibt so, wie es ist. Und Tom freut sich schon auf morgen Abend. Oh, ich habe was daneben gekippt. What?
dauert alles, ne? Das dauert alles ein bisschen Zeit. Habe ich gewundert, auch dass Flashy so gestern noch dabei war, Tom. Ah, normalerweise geht Flashy immer früher, aber der hat wohl echt Bock drauf dran gefunden. Den hat es wohl echt Spaß gemacht gestern. Und Tom, freut sich schon auf 19 oder eher nicht? Oder ist es ja egal, dass es kommt oder? Auch die anderen gefragt, ja? Freut ihr euch auf das 19er? Und wenn ihr euch freut, auf was freut ihr euch am meisten? Gibt es da etwas, was ihr sagt, das muss ich unbedingt probieren oder unbedingt spielen, haben, wie auch immer? Oh, das gibt aber gut Geld jetzt hier. Nee, hey, du sollst ausgehen. Du alle Träger. So. Oh. Was? Da haben wir was vergessen? Das ist doch Geld hier. Können die Euros hier auf die Straße schmeißen? Das geht ja mal gar nicht. Da waren bestimmt so 5, 6 Euro.
Also ob hier 1 Million Liter reingehen, ich glaube mehr, ne? In den ganzen Bunker hier. Das ist ein Riesenbunker, ne? Easy. Ui, ui, ui. Oh, der wackelt aber. Das sah aus, als wenn er gerade kotzt. Der so. Kann der Kramer mit kotzen? Rindermit. So, wenn wir gleich genug Geld haben, dann verkaufen die Kramer wieder. Ah, das war nett, dass der da war, aber den kann ich hier oben halt nicht gebrauchen. Und da wir das ja auch noch später mit dem Mais machen wollen, ja, wenn wir den Mais häckseln, brauche ich halt ein Gerät, ja, was ein paar mehr Liter beiseite schafft und das ein bisschen schneller. Ah, das heißt, wir holen uns dann da ja, ein von den ersten Radladern. Denn hier soll man so 5.000, 6.000 Liter auf einmal und nicht hier nur 4. Das soll was schaffen. Aber 100.000 kostet der ja. Oder sogar ein bisschen mehr als 100.000. Kann man nicht 100.000, der gute Radlader? Ja, 145 sogar. Ja, aber der hält mir schon mal hier die 11.000 Liter, ich hoffe, ne? Das würde schon mal einiges schneller gehen. Wenn wir jetzt an denen jetzt 11.000 Liter ran machen, dann kippt er sofort um. Ich wollte gerade sagen, hä? Der ist doch noch nicht voll. Kann ich reingehen.
No, komm schon. So, Yoshi. Ab geht er. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das gab es weniger Geld. What? So, das war aber erstmal die. Das mache ich später weiter. Ah, das ist jetzt ein bisschen langweilig hier. So. Jetzt fangen wir an, mal Gülle zu machen. Gülle, Gülle, Gülle. Ich muss dir ein bisschen güllen. Apropos, halt. Einmal schieben wir. Was kostet das Feld hier? What are you costing? Kostet 117.000. What? 117.000 für das Feld. Ganz teuer. Okay, für das Grasfeld habe ich auch 45.000 bezahlt. Also. Moin Harald! Na, alles fit, Garrett. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen Gülle holen. Ja gut, da kommen wir so nicht rein. Das Ding ist einfach zu groß. Dann fahren wir andersrum rein. Einmal vollpumpen bitte. Herr Güllemeister. Also Gülle fast aber durstig, wa? Haut aber, haut gut raus. Das ist schön. So, gleich kommt auch wieder eine Schätzfrage für euch, meine Lieben. Und zwar möchte ich wissen, wie viel Liter Gülle verbrauche ich auf Feld Nummer 2? Oh, Feld Nummer 2, seht ihr, ja, das ist das kleine viereckige Ding da. Links neben der BGA, das ist Feld Nummer 2. Wie viel Liter werden wir wohl da verbrauchen? Beziehungsweise ich sag gleich, wie viel reinpassen in Joskin. So, hier passen rein 15.960 Liter, wenn er voll ist.
Wie viel bleibt übrig, wenn wir mit dem Feld fertig sind? Fünfundzwanzig Sprotten für den Gewinner. Was? Lappen? Waschlappen, Florian, Waschlappen. Wenn schon. Oder ein Waschbärlappen. Ich geb dir gleich mit einem Schlappen, du Lappen. Vertrieben. So, wie groß ist denn der Gerät hier? Oh, Leute, geht gleich schon los. Okay. Oh, nicht schlecht. Schöne braune Schicht auf Latschen. Der war, ja, genau, da war Kollision drauf. Meinte ich doch, dass es so war. Auf allen anderen ist keine Kollision drauf, aber auf den. Der, der am meisten einen auf dem Dötz geht. Da ist selbst natürlich die Kollision drauf. Ja, wenn du nicht feilst, dann mach ich das anders. Denn halt nicht. Puh. Ich glaube nicht, dass ich stressen von dir. So, dann. So, jetzt habe ich es wieder. Der ist so abgesägt, der Baum. Was ist das denn? Der ist so kaputt. Der Baum. So. Glück, 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 Glück.
Das sieht doch schick aus. Da kriegt der Song Brüste braun, Christe Frau und gleich wieder eine andere Bedeutung. Nein, jetzt hat es. Oh nö. Da hänge ich jetzt gerade fest, das blöde Ding. Ja, müsst ja alles vorbereiten. Das ist ja nun mal nix. So, das der obere Stück, da machen wir auch noch so gut es geht. Beziehungsweise wir klatschen den Rest auch noch raus. Passt schon. Ja, zu spät eingeschlagen. Da. Nun passet. So, ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Oh, Opa, ja. Nun gut. Hä? Ja, wunderbar. Gut. Dann kann der das nämlich weitermachen da. Wir können den hier auffüllen. Und dann holen wir das halt mit Fiat hier ab. Was ich mich frage, ob der Helix eigentlich da ist. Oh nein, 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 oh nein, 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 nix. Shit. Easy. Eieiei. Ich glaube, der hat sich heute gar nicht, der hat gerade gar nicht Hallo gesagt, der Helix. Nicht, dass ich ihn vergrault habe.
Hin damit. Mal gucken, ob der Helfer jetzt auf Feld Nummer 1 Scheiße baut. Ich hoffe, er kriegt es so geregelt, aber sicher sein kann man sich da nie. Boah, das ist immer noch so viel. Das wird irgendwie nicht weniger. Gut, der ist jetzt auch gegangen, da können wir hier einsteigen. Hoppala. Mal kurz schauen. Da ist es. Sagt eigentlich die Bohnen. Och, wir müssen gar nicht. Oh, ich habe ein ganz. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich habe ein anderes Problem noch. Durch dass die ganzen Dinger weg sind, müssen wir auch eine neue Gruppe haben. Merke ich gerade. Na, wir haben jetzt das Horsch drauf und Köckeling und Lempen. Lempen haben wir aber nicht mehr den anderen drauf, den vorne, den Korund, sondern wir haben den Helidor drauf. Das, was ich noch nicht kapiert habe, ist sind die hier, aber es sind, glaube ich, alles verschiedene, ne? Ah ja, okay, ja. Alles klar, 280 PS, 240 habe ich nicht, ich habe nur 180. Oh mein Gott, das wird schwierig. Den habe ich. Nur 210, aber das gleich das gleich Dings mit drin. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt habe ich keinen Trecker, der genug Power hat. Das ist natürlich jetzt ein Teufelskreis. Der hat 180, 165, 320. 224, der könnte den ziehen.
Der John Deere schafft das auf jeden Fall. Den könnten wir auch noch hoch mal auf 185, das würde auch nicht reichen. Jetzt habe ich hier noch die andere Seemaschine, die andere, jetzt habe ich ja, gut, die Horsch ist noch da. Ah, die Horsch ist neu und die Solitär habe ich mit drauf genommen und die ganzen Horsches. Die ganzen Hoshis habe ich mit drauf genommen. Aber die können auch nicht alles sehen. Aber gut, da können wir die Gaspardo nehmen. Die war ziemlich gut. Da brauchen wir auch keine andere. Die müssen wir trotzdem kaufen, ne? Sehe ich gerade. Weil wir haben die ja gar keine mehr. Aber da können wir auch nur Sonnenblumen und Dings mitmachen. Hatten wir die Rapid? Oder hatten wir die Tempo? Oh Mist, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ups. Okay, wir haben die Rapid. Na gut, da können wir ja schon mal Mais mitmachen. Das ist ja schon mal okay. 180 PS. Okay, aber ich habe keinen Grupper mehr, ne? Ah, ach so, die Masite zu dem, die bekehrt der direkt hat. Ah, also okay. Oh mein Gott, ist der doof. Kann er bitte mal zwischen die Bäume fahren, der Idiot? Was hat der denn gemacht? Das ist ja jetzt nicht vom RTL für seinen Ernst, oder was? Habe ich da einen Tannenbaum drin oder was? Ja, nice. Geiler Erntehelfer. Boah, was ein Aufwand. Danke, Herr Erntehelfer. Oh. Das auch noch. Ach ja, das läuft ja richtig geil gerade. Ja, kann ich das Ding mal kurz bitte auf die Seite schmeißen? Oh Mann, ey. Ach ja. Immer was Neues. Ach ja, schön. Oh Mann.
So, meine Lieben, das war genug Aufregung. Ich sage erstmal Dankeschön. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst doch ein Däumchen da oder auch ein Abo. Denkt an das Glöckchen, damit ihr immer Bescheid wisst. Ich wünsche euch erstmal was. Wir sehen uns heute Abend wieder. Heute Abend ist wieder Gold Rush ab 19:30, 20 Uhr ungefähr. Roundabout. Also, ciao mit V, ciao mit Ö. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was hier. Geilen Sporten. Tschüss.